Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen zurück bei Onopia. Und es gibt so Phasen in diesem Spiel, wo man relativ wenig zu tun hat. Und es gibt Phasen, wo man super viel zu tun hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist so eine Phase. Also lasst uns mal anfangen. Erstmal hat mir gesagt, Pytham wollen wir zu dem Konstantinopel-Sektor hinzufügen. Geht das überhaupt? Das ist die große Frage. Ja, das geht. Wir können daran mal da reinhauen und Pytham. Das passt schon. Und dann geben wir dem auch noch das hier. Ja, so würde ich sagen, lassen wir das Ganze. Okay, schließen. So, wir können überhaupt mal gucken, wie es unseren Sektoren hier geht. Planeten und Sektoren. Rimbord hat noch keinen Gouverneur. Sollten wir da was ändern? Vermutlich. Oh, schaut mal, hier ist Ernesto Torres ist verfügbar. Mit 96. Und angehaltene Entwicklung. Den schicken wir ins Eis. Okay. Gut. Aber die Chrim, die sind hier schon ganz zufrieden unterwegs. So, wollen wir hier gleich noch einen Erlass machen? Natürlich die gesegnete Welt. Die haben wir. Haben wir die eigentlich bei allen unseren 255? Es ist teuer. Wollen wir das hier machen? Ich weiß nicht. Ne, bin ich unsicher. Haben wir das zum Beispiel bei Kratz gemacht? Ja, da haben wir gesegnete Welt. Hatten wir das irgendwie immer automatisch gemacht? Netzüberlastung? Baradam hat es zum Beispiel nicht. Da haben wir es vergessen. Grubmora hat es auch überhaupt nicht. Traurig. Dabei Grubmora hätte es eigentlich verdient. Komm, wir machen gesegnete Welt hier. So, jetzt haben wir viel Einfluss verloren. Aber da kommen wir zum nächsten Ding. Lasst uns das hier auch nochmal deaktivieren. Die Lehren der Meisterin sind jetzt nicht nötig. Plus 4. Das ist trotzdem in Ordnung. Okay, ich wollte aber eigentlich nochmal genauer nach den Sektoren gucken. So, wie sieht es eigentlich aus? Also ihr verliert Energie-Credits. Das könnte sich aber jetzt ändern, nachdem ihr Pytham habt. Plus 36 Mineralien, das ist doch sehr in Ordnung. Und ihr habt 7600 Credits. Das ist viel. Wir könnten ihnen 5000 Energie-Credits wegnehmen für 100 Einfluss. Ja, damit hätten wir das Habitat auch schon fertig. Was machen die eigentlich so als nächstes? Kraftwerk 4, das ist sehr schön. Verteidigungsarmee, Raumhafen. Okay, die bauen hier fein. Die bauen Raumhafen in Volonis. Ja, also das können wir so durchgehen lassen, würde ich mal sagen. Okay, dann machen wir wie folgt weiter. Wir gucken mal auf Grogmora. Hier ist noch so viel zu tun. Upgrade-mäßig. Wahnsinn, aber auf der Erde selbst auch hier die Energie. Ja, und jetzt haben wir schon wieder Mineralien verpulvert ohne Ende. Auf Kratz. Ne, das brauchen wir jetzt nicht machen. Wo entsteht denn gerade hier der nächste? Ich sehe es gerade gar nicht. Hier. Gut, hier brauchen wir nichts upgraden. Bradam waren wir schon. Das ist im Moment auch nicht akut. Okay, dann lassen wir das erstmal so laufen. Situation log updated. So, und Thibaut Martin ist Generalsekretär geworden. Ja, er heißt jetzt wieder Generalsekretär, weil das einen profanen Grund hatte, wie ihr bestimmt mitbekommen habt aus den Kommentaren, weil als der Titel erfunden wurde des Generalsekretärs von Onopia, da war die Gleichstellung von Mann und Frau noch nicht durchgesetzt und deshalb wurde das aktenmäßig nur in der männlichen Form hier niedergeschrieben und deswegen ja, spricht man die weiblichen Herrscher anders an. Okay, gut, wir haben einen Generalsekretär. Gucken wir uns ihn kurz nochmal an. Er ist Forschungsstation, möchte er haben. Da haben wir ihn. Thibaut Martin, 72. Er ist Psioniker. Das ist schon mal gut. Ein mächtiger Mann. Befreier des Volks, Zufriedenheit und ein Befestiger. Baukosten und Unterhalt für Festungen reduzieren sich. Ah,
vielleicht ein Hinweis, dass das ihm wichtig ist. Okay, mal sehen, ob wir das berücksichtigen. Hier Festungen, naja, die Frage ist, was bringen sie, ne? Was bringen sie? Man sagt ja immer, Festungen bringen vor allem Zeitgewinn. Aber wenn man sowieso unterlegen ist, dann hilft einem Zeitgewinn natürlich auch nicht viel. So, aber was ich vergessen habe, hier in Hese, ich sag ja, wir haben viel zu tun. Hier gibt es schöne Sachen, die sind jetzt in unserem Bereich. So, 4640, wir müssen mal aufpassen, dass wir unsere 5000 dann nochmal wieder haben. Damit wir dann wirklich auch mal ein Mandat, ein Habitat in Auftrag geben. So, Bauvorhaben ist da abgeschlossen. Graz hat alle Gebäude gebaut. Auf der Erde Rekrutierung. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel? Incoming Transmission. Armeen 12. Dann machen wir hier weiter. Und es kommt die nächste. Ein Handelsangebot der Istran. Verschiedene außerhalb unserer Kontrolle liegende Umstände haben uns keine andere Wahl gelassen. Sie geben uns 1750 für Garantiumerz. Ah, wir haben zwei davon. Hm, die Istran. Ist das eine Möglichkeit der Annäherung? Wie ist denn unser Verhältnis zu denen? Also eigentlich ganz neutral. Aber sie sind... Nee, warte mal. Oh, schaut mal. Unsere gesamten Verbündeten rivalisieren sie. Ist das ein Grund, diesen Handel nicht zu betreiben? Irgendwie ja, ne? Irgendwie ja. Und sie haben ein Defensivabkommen mit den Inaris. Haben Grenzen geschlossen zu all unseren Föderationsmitgliedern. Nee, ich glaube, ich meine, man unterstützt sie auch dadurch, ne? Habe ich das jetzt schon abgelehnt? Nee. Sie bekommen ja hier diesen großen Vorteil, Trefferpunkte Hülle, plus 10%. Wir werden ablehnen. Wir bleiben jetzt mal treu unserer Föderation. Allerdings ist das ja schon eine Frage, ob wir innerhalb der Föderation vielleicht das handeln. Vielleicht wollen die Zyganen das haben. Wollen wir das mal anfragen? Könnte man eigentlich mal machen. Achso, hier ist auch ein Handelsabkommen direkt abgelaufen. Das Forschungsabkommen vermutlich. Oder? Nee. Was ist denn abgelaufen? Wurmlochstation Zugang ist abgelaufen. Das geht natürlich nicht. Das müssen wir natürlich erneuern. Dann machen wir das natürlich. Achso, man kann offenbar... Kann man da anfragen? Warte mal. Strategische Ressourcen? Nee, offenbar nur, wenn sie fragen. Wie es mir scheint. Man kann die nicht aktiv anbieten, oder? Übersehe ich hier was. Informationen, Wohnungsstationen, System, Nahrung, Mineralien. Nee. Das wird wohl so sein. Gut, dann wollen wir das mal hier erneuern. Wir geben ihnen monatlich... Ach komm, geben wir ihnen zwei monatlich. Nee, dann geben wir nur eine, aber dafür 30 Jahre lang. Ich hoffe, das nehmen sie an. Ja, sie akzeptieren. Sehr schön. Damit ist die Sache gegessen. Unsere Wurmlochstation können bleiben. So, jetzt ist aber die große Frage. Wir haben jetzt gleich die 5000 wieder. Wo wollen wir eigentlich unser Habitat bauen? Das ist die spannende Frage. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch die Grenze ausweiten. Interessant wäre vielleicht hier in Rastaban oder Hese, um zum Beispiel das hier zu bekommen. Sieht recht lukrativ auch was die Energie betrifft. Das könnte ja mal so ein Testballon werden. Gucken wir mal, ob das geht. Achso, noch haben wir die... Doch, wir haben die 5000. Jawohl, das geht. Also hier geht es. Megastruktur. Um welchen von diesen Himmelskörpern wollen wir sie bauen? Hier. Lasst uns hier beginnen. Da, schaut mal. So wird es aussehen. Eine Skizze in Rastaban. Ich bin gespannt. Das dauert, glaube ich, 5 Jahre. Ist also wirklich ein riesen hammermäßiges Projekt. Und damit sind alle unsere Mineralien erstmal wieder ausgegeben.
Da hat die liebe Seele wieder ihren Frieden. Und braucht nicht groß nachdenken, was wir jetzt als nächstes machen. Ja, aber eigentlich wollten wir Raumstation, glaube ich, ausbauen. Oder sollten wir vielleicht wieder unsere Flotte mal auf den Stand bringen. Auch das wäre vermutlich angebracht. Construction complete. Ja. 3 Schlachtschiffe, 4 Kreuzer. Ich würde mal sagen, wir bauen dann mal ein bisschen Kreuzer im Raumhafen. 715 brauchen wir dafür. Okay. Die könnten wir im nächsten Monat dann schon haben. Für die Blunt-Klasse. Construction complete. So, auf geht's. In Kratz wurde auch alles gebaut. Rimbord. Construction complete. Hier müssen Incoming wir transmission. Natürlich jetzt auch bauen. Was ist hier los? Zuckerkahn, kompakt. Die irenische Bürokratie. Die möchte auch das Garantium-Erz haben. 30 Jahre lang. Einmalig 1750. Die müssen wir uns einfach nochmal angucken. Wo sind sie? Hier. Okay, was ist das denn überhaupt für eine... Ist ein Vasall der Itztran. Das ist ja gewissermaßen dasselbe. Nee, komm. Das lehnen wir genauso ab. Ha, da haben sie versucht, nochmal über die Hintertür daran zu kommen, indem sie ihren Vasallen losgeschickt haben, als ob wir irgendwelche Blödi-Hanse sind. Unfassbar. So nicht. Nicht mit uns. Ich war gerade dabei zu überlegen, wo wir was jetzt hier bauen. Fangen wir mal an hier mit einem... Oh, warte mal. Wir müssen eigentlich hier auch eine Grenzklinik bauen. Die Kuppel... Achso, da können wir erst planetaren Außenposten... Ja, ich würde mal sagen, wir brauchen eigentlich als erstes... Incoming Transmission. Boah, was wollen die denn? Wir brauchen als erstes hier sowas, ne? Besucherzentrum, Grenzklinik. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und du entstehst dann bitte auch da. So, was kommt jetzt hier schon wieder rein? Die Rim. Ja, also den verkaufen wir das. Das ist ja wohl selbstverständlich. 25 Jahre, das ist auch sehr viel fairer, dieses Angebot. Hervorragend. Zustimmen. So, da haben wir aber jetzt wieder ordentlich Energie bekommen. Sehr gut. Colony established. Und jetzt ist Escola endlich da. Construction complete. Ach, warte mal, ist das gleich Sektor? Ist das gleich ein Sektor-Ding geworden? Wow! Dass das... Ah, okay. War mir gar nicht bewusst. Ja, wie praktisch. Hervorragend. Okay. Ist jetzt schon der Moment gekommen, wo wir uns den nächsten Planeten anschauen müssen, der hier in Reichweite liegt. Wir haben jetzt aber nur noch einen 80-prozentigen und die restlichen sind weiter entfernt. Oder wir gehen jetzt auf die 40%, die in unserem Reich liegen. Wir gucken mal. Procyon 2a. Ist hier eigentlich auch mittendrin. Ich denke, das können wir jetzt auch mal machen. Auch mitten im Sektor. Dem helfen wir jetzt. Aber der Sektor könnte eigentlich ja auch selbst kolonisieren, ne? Egal, wir machen das jetzt für den Sektor. Also, auf geht's. Tundra-Welt, 80% Kardu und Chim kommen in Frage. Da können wir mal die Pilze losschicken, die Kardu. Kleines Ding hier. Packen wir hier hin. Procyon Prime. Okay, sehr schön. Wie praktisch. So, sind durch unsere Maßnahmen jetzt neue Bereiche reingekommen? Oh, nee, Energie haben wir schon. Das sind, glaube ich, alles Zweier hier. Deswegen fasse ich die nicht an. Und auf der Erde bauen wir weiter psionische Armeen. Gut, 121 plus Energie, das ist meine Ansage. Kratz. Wo
entsteht hier gerade ein neuer. Da oben, da haben wir also noch ein bisschen Zeit. Kein Problem. Gehen wir mal nach Bradam. Hier können wir upgraden. Hier auch. Sind hier Leute ohne Gebäude unterwegs? Hier. Aber da geht doch mal lieber darüber. Haben wir hier irgendwas Wichtiges noch nicht gebaut? Ja, wir könnten hier auch nochmal eine Veredelungsanlage bauen. Das passt schon. Krogmora. Der ist hier sehr, sehr langsam da unten. Hier machen wir ein Upgrade. Hier machen wir ein Upgrade. Und der ist da, ohne dass wir hier was gebaut haben. Oh, hier fehlt ein Tempel und so ein Kram. Oh, das kann ja nicht sein. Leute, das muss gebaut werden, aber dringend. Setzen wir dich dann direkt auf den Tempel? Ja, im Moment bist du arbeitslos, aber das kommt dann. So, und Rimboard, ist hier schon was entstanden? Ja. Ach, die Kadu, die kommen auch. Wie erfreulich. Eigentlich wollten wir als nächstes ein Besucherzentrum, würde ich mal sagen. Das setzen wir hier ins freie Feld. Und da kommst du dann hin. Sehr schön. Nahrung haben wir, wie gesagt, ziemlich gut. 35%. Aber nein, wir machen es trotzdem. Wir unterdrücken die Mineralien. Das ist in Ordnung. So. Graz ist hier nichts Besonderes los. Raumhafen komplett ausgebaut. Oh, wir sind schon bei der nächsten Tradition. Hervorragend. Gehen wir weiter im Wohlstandsbereich. Unterhalt Schiffe oder Unterhalt Gebäude? Oh, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was mehr bringt. Aber da wir nicht so viele Schiffe haben, aber gefühlt ziemlich viele Gebäude, machen wir mal das zuerst. Administrative Operationen. Okay. Das war im Zuge des kontinuierlichen Wachstums unseres Reichs, ist es von höchster Wichtigkeit, dass wir Korruption und Ineffizienz eliminieren. Diese Credits-Löcher müssen gestoppt werden. -10%. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. War das schon eingepreist? 139 oder erst am Monatsende? Gebäudeunterhalt 82. Nee, das war jetzt schon drin. Okay, das heißt, wir werden vermutlich so irgendwie 8, 9 eingespart haben. Schiffsunterhalt ist 59. Also es war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Brauchen wir auch nicht meckern. Das ist schon ordentlich. Sehr gut. So. Ich denke, als nächstes sollten wir mal wieder weiter auf den Kreuzer sparen. Immer mal wieder an die Flotte denken. Im nächsten Monat müsste das schon möglich sein. Jawohl. Wie viele Kreuzer hatten wir nochmal? 5. Jetzt den 6. Ja. Okay, und dann könnten wir auch mal wieder Korvetten bauen. Das wäre auch ganz gut. 175 plus. Gut, wie sieht es eigentlich aus hier mit unserem Habitat? Wird hier schon fleißig dran geschraubt? Ja, wird es. Die ersten Strukturen sind erkennbar, ihr seht es. Sehr schön. Bin sehr gespannt. Vor allem auch, ob das irgendwie Auswirkungen auf die Grenze hat. Ach so, wisst ihr was? Wollen wir das jetzt mal machen, dass wir Quastan den Außenposten wegnehmen? Ich riskiere es jetzt einfach mal. Wir machen das jetzt. Auflösen. Ich hoffe, das war jetzt kein Mist, was wir jetzt gemacht haben. Mal gucken, wie weit das schrumpft. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Krass! Aber mit Dieter Fogu haben wir echt noch Glück gehabt. Aber das ist weg. Und das ist auch weg. Oha! Das hätte ich nicht erwartet.
Das ist heftig geschrumpft. Na gut, der Vorteil ist, wir können jetzt hier eine neue Forschungsstation bauen, wo vorher der Außenposten war. Und wir haben wieder einen Einfluss mehr. Eieiei. Na gut, hier haben wir ein bisschen was verloren und da natürlich auch. Aber ich glaube, das war okay. Und ich hoffe, in Bradham werden wir dann irgendwann auch dahin kommen. Wir haben die nächste Forschung, sehe ich gerade. Oh ja, Bergbaunetzwerk. Das heißt, oh, sehr schön. Wir können jetzt wieder überall durchgehen und verbessern, upgraden. Hervorragend. Neue Forschung. Was machen wir hier? Ingenieurlabor. Bessere Jäger, Bomber. Was ist das? Das sind Telda-Kristalle, die wir nicht brauchen. Feuerrate, Trägergeschwader. Überzeugt mich jetzt auch nicht so. Ich bin fast für die neuen Labore. Oder die neuen Geschwader. Machen wir mal erstmal die Geschwader, die sind günstiger. Und jetzt will ich aber nochmal durchgehen und gucken, was wir auf der Oberfläche machen können. Nummer 1. In Kraz. Oh ja. Kraz ist ja unser super Mineralienplanet. Ja, ich will nochmal bei den anderen vorbeischauen. Hier ist auch Energie gut dabei. Oh, hervorragend. Und jetzt fehlen uns schon die Mineralien für die nächsten Upgrades. Gut, trotzdem. Es geht voran. Sehr schön. Das Besucherzentrum ist gebaut. Die Grenzklinik ist gebaut. Die Rim erscheinen dort bald. Wir müssen bloß jetzt mal zusehen, dass wir die Gletscher da irgendwie wegkriegen. Tja, liebe Leute, Frieden, aber wie lange? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Irgendwo gibt es immer einen Anlass für einen Krieg und die Frage ist, ist die Föderation mit dabei? Wir gucken nochmal. Hier, das Lilane, das ist das Föderationsgebiet. Und das Grüne, das sind Länder mit Föderationsassoziationsstatus. Immerhin, wir können ja mal gucken. Föderation, nee, die Akzeptanz bleibt super negativ wegen der allgemeinen Haltung. Beim Block der Kadu wird sich das vermutlich auch nicht ändern. Nein. Aber trotzdem, Assoziationsstatus gibt ja Sicherheit. Die werden uns nicht angreifen. Es gibt eigentlich nur eine Gefahr, das sind die Inaris. Und hier unten natürlich immer als ein möglicher Auslöser für solche Konflikte. Okay, Leute, das war diese Staffel Unopia. Es geht natürlich weiter in der nächsten Staffel. Wenn ihr wissen wollt, wann und wie, schaut ruhig mal in meinen Programmkalender. Link findet ihr in jeder Videobeschreibung. Da halte ich das Programm immer so für die nächsten 7 bis ja, 10, 14 Tage aktuell. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinmalen.